Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gehört, seit 2003 gilt die Region Darfur zu den schlimmsten Krisenherden der Welt. Der Konflikt im Sudan kostet seither etwa, Zahlen sind ungenau, aber bis zu 600.000 Menschen das Leben. 2,7 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und 2,1 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist eine traurige und bedrückende Bilanz. Und Herr Gauland, es hat mich erschrocken, dass Sie im Zusammenhang mit Afghanistan so wenig gewürdigt haben, welche Fortschritte, welche Hilfe die Bundeswehr in dem Land geleistet hat. Und ich denke, dass wir hier deshalb UNAMID brauchen, um genau diese Hilfe, diese Flankierung zu organisieren. Darfur ist ein zentraler Brennpunkt in Afrika, Schlüssel, Transitland für Flüchtlinge, Zufluchtsland für Flüchtlinge. Mord, Entführung, Vergewaltigung und Hungersnot gehören zu den traurigen Wahrheiten dieses Konflikts. Tatenlos zuzusehen, wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden, Menschen verhungern und aus ihrer Heimat vertrieben werden, kann keine Option für die internationale Gemeinschaft sein. Und Sigmar Gabriel hat recht, wenn er gesagt hat, Freiheit und Recht anderer sind genauso wichtig wie das eigene. In jeder Krise, in jedem Konflikt müssen zunächst natürlich diplomatische und politische Lösungen gesucht werden. Genau das soll UNAMID flankieren und leisten. Mit wenigen Soldaten unterstützen wir die Afrikanische Union in ihrem Bestreben, Frieden in dieser Krisenregion zu schaffen. UNAMID ist ein politisches, sicherheitspolitisches, humanitäres und menschenrechtliches Engagement. Und genau dieser ganzheitliche Ansatz ist so wichtig. Wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen, muss man bereit sein, vor Ort zu helfen. UNAMID verbessert die humanitäre Lage. Wir leisten wichtige Unterstützung für Friedensverhandlungen, haben Schutzzonen für die Zivilbevölkerung eingerichtet und unterstützen zum Beispiel ein Vorhaben auch in der beruflichen Bildung im Land. Unsere Aufgabe liegt in der Wahrnehmung von Führungs- und Beratungsaufgaben. Außerdem helfen wir bei der Ausbildung und Ausrüstung truppenstellender Nationen. Diese verschiedenen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen kann niemand im Ernst ablehnen. Und gerade jetzt, in der augenblicklichen Situation unseres Landes, ist Verlässlichkeit und Berechenbarkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik sehr wichtig, gerade weil wir so viele Krisen in der Welt sehen und bearbeiten müssen. Gerade in der jetzigen Situation wäre es ein fatales Zeichen, wenn wir uns aus internationalen Verpflichtungen zurückziehen. Wir müssen verlässlich sein, berechenbar sein und auch für Kontinuität stehen. Eine positive Entwicklung der Bedrohungs- und Sicherheitslage ist erkennbar. Dennoch sind wir noch lange nicht am Ziel. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Menschen in diesem Land nicht allein lassen. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Meine Redezeit ist abgelaufen. Wenn wir die Hoffnung verlieren, die Situation im Sudan verbessern zu können, was sollen dann die Menschen vor Ort sagen? Unser Engagement ist richtig, weil wir Verantwortung tragen, auch in anderen Regionen dieser Welt, und nicht nur sagen, wenn es uns geht, reicht das uns, sondern wir gehen raus und sorgen für Menschenrechte auch in anderen Regionen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Andreas Nick für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion.